So, und nun die letzte Kantoplatte. Habt ihr schon mal voreingekauft? Jetzt kommt Arktos. Und da ist es auch schon. Rock! Ja doch, ich glaube, ich mag Arktos von den dreien mehr am meisten. Ich weiß nicht. Ich mag Arktos einfach. Mit dem langen Bart unten. Zumindest sieht das für mich immer aus wie so ein Bart. Also okay, nicht in den 2D-Sprites, aber in den 3D-Modellen sieht es auf jeden Fall aus wie ein Bart, finde ich. Der Knöscher ist so ziemlich die beste Attacke, die ich gegen die Legis habe, weil das bei den wenigsten sehr effektiv ist. Und es normalen Damage macht. Und leider ist Arktos sehr effektiv gegen mich. Mit seinen Flugattacken. Aber das muss ich jetzt einfach aushalten. Bitte greif dich nicht selbst an, das wäre ziemlich blöd von dir. Warum bist du blöd? Hör auf, blöd zu sein! Chelterra, ich liebe dich doch! Kleiner als drei! Oh, Blizzard bin ich tot. Also viel Spaß, den Blizzard zu überleben. So geht der Kampf also los, ja. Chelterra jetzt schon down. So, Tails jetzt bis ein. Bitte nicht critten, dankeschön. Na gut, jetzt hättest du vielleicht doch quicken können. Willenslaser. Willenslaser. Ach, das ist auch wieder so eine Attacke, dass du auf das Pumann zielst. Okay. Gut zu wissen. Ich glaube, einmal bis setze ich noch ein. Ich habe zwar ein bisschen Angst, dass es daneben geht. Ich habe den Flopper vergessen, ne? Ich werde niemals dran denken, glaube ich. Er ist zurückgeschreckt, das ist doch cool. Jetzt bleib im Ball! Ich hab's doch noch 99! Bleib jetzt drin! Nein, ist einfach nein! Komm schon, ich hab deine Bros auch schon gefangen, oder deine Sisters. Weiß nicht, wir haben doch gar kein Geschlecht, die Legis. Ich hab deine ganzen Homies gefangen. Zapdos, Lavados, die chillen bei mir. Die brauchen nur noch dich! Wie, du willst nicht? Was? Hast du dich mit denen gestritten, oder was? Immer die Legis und das Streiten. Eieiei. Komm schon, vertrag mich doch einfach. Es will sich nicht vertragen. Was ist denn so Schlimmes passiert, dass ihr ja. Dass ihr ja euch alle gegenseitig hasst. Willst du drüber reden, Arktos? Ich bin dein Psychiater hier für alles im Thema Pokémon. Du kannst gerne mit mir über alles reden, Arktos. Kein Problem. Bleib einfach in den Ball drinnen. Entspann dich dort. Mach dich da gemütlich. Und dann reden wir drüber. Er will nicht. Arktos will einfach nicht. Kein Bock! Aber Arktos! Nein, kein Bock! Das ist natürlich mies. Tricky soll ich auf gar keinen Fall reinschicken. Ihr wisst ja noch die Fähigkeit von Tricky. Komisch, dass ich daran denke, aber an den Flopball denke ich ja nicht. Sehr komisch. Na gut, Hyperball. Oh, diesmal wackelt es einmal. Es hat schon gehört, dass ich einen Tricky bei mir habe. Oh, was? Feuer-Pokémon? Oh nein, ich bin ja schon fast down. Ich werde aber trotzdem nicht aufgeben. Doch, Arktos. Entweder du bleibst im Ball oder du gehst down. Es ist deine Entscheidung. Ich kann dir nur eine der beiden Sachen an. Herz legen. Also komm, bleib im Ball. Ich weiß, der schmeckt sehr lecker. Nach Aprikoko. Genau. Hat er sich gerade so überlegt? Aber es hat nicht ganz gereicht, die Überzeugungskraft. Okay. Aber wir kommen da näher dran. Wir kommen näher dran mit den Chancen. Arktos sagt, nein, du hast mich schon lange nicht gefangen. Am Ende wird Arktos sogar noch schwieriger zu fangen sein als Lavados. Zapdos war kooperativ. Und Arktos? Jetzt auch. Er wollte nicht so schlimm sein wie Lavados. Hat's gerade gehört. Nein, was? Ich will nicht mit Lavados verglichen werden. Feuer-Pokémon. Ein legendäres Vogel-Pokémon. Es kann die Feuchtigkeit in der Luft gefrieren lassen und so Schneestürme erzeugen. Holy moly. Das ist ein starkes Viech. Und damit haben wir hier auch alle drei.
Yeah. 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 Richtig cool. Geh kurz heilen und dann machen wir mit der nächsten Kammer weiter. So. Jetzt können wir hier in der Gefühlskammer die zwei Gefühlsplatten einsetzen. Und die nächsten beiden Legis fangen. Und wer sind diese Legis? Es ist niemand Geringeres als Latias. Und das andere ist dann dementsprechend Latios. Tschüss! Haben alle das gleiche Legi-Theme. Oh, das ist ja trotzdem cool. Ist trotzdem cool. Ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass ein Diamant nicht Yatas und Latios sind. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Bitte den Flopper einsetzen. Bitte dran denken. Genau. Zack. Und bleib drin. Danke. Fun Fact: Latias ist immer weiblich. Und Latios dementsprechend immer männlich. Heilopfer. Ja, ist ein bisschen schwierig in dem in 1 gegen 1, ne? Oh, das war sehr effektiv. Oh, knapp. Ich glaube, ich lasse es hier schon stehen. Ich habe ein bisschen Angst, weil Latios ist kein krasses Pokémon. Ich finde Latios ein bisschen krasser, tatsächlich. Weil ich weiß noch nicht, wie ihr das so findet. Ich bin von meiner Meinung nach so. Lustigerweise kann man nie den Unterschied zwischen Mega-Latios und Mega-Latios erkennen. Außer dass ja, Latios ist ein bisschen kleiner. Aber das erkennst du kaum. Das ist echt schwierig zu erkennen. Ja, habe ich das Gefühl, dass ich gleich neue Hyperbälle kaufen muss. Das wird ein Problem. Aber nichts, was ich nicht meistern kann. Hyperball, down, bam, zack, boom. Und der wackelt nicht. Mist, egal. Warum riechst du komisch? Ich weiß es nicht. Aua. Das geht zu weit, mein Freund. Bleib drin. Komm schon. Dein Bruder oder Love Interest oder was auch immer, den fangen wir jetzt auch noch. Da bleibt er natürlich drin. Da bleibt er natürlich. Da bleibt sie natürlich drin. Genau. Level 80 für Scorpio. Cool. Ich glaube, ich gebe mir jetzt sogar noch ein paar Sonderbonbons. Wie es das so steht. Sein gesamter Körper ist mit Daunen bedeckt, die das Licht brechen, wodurch das Pokémon unsichtbar werden kann. What? Das hört sich echt krass an. Latias und Latias sollen ja auch sehr schnelle Pokémon sein. Trotzdem nicht so schnell wie. Trotzdem nicht so schnell wie mein Schnurrgast. Ich glaube, das ist sogar schneller. Und hier liegt ein Item. Die Tahai-Beere. Was ist denn eine Tahai-Beere? Warum kriegt man die jetzt hier geschenkt? Gucken wir doch mal nach. Als getragenes Item erhöht diese Beere den Spezialangriffswert eines Pokémon, sobald es in eine Notlage steckt. Ist das eine seltene Beere? Die sollte man anbauen. Das wäre auf jeden Fall sehr nützlich. So, Sonderbonbons wollte ich ja noch verteilen. Wo habe ich die denn? Habe ich die hier? Nee. Die habe ich dann wohl. Hier irgendwo, habe ich recht? Letzte Tafel, ich habe ein bisschen sortiert. Glaube ich. Ich meine, ich habe immer mal auf Sortieren gedrückt. Sonderbonbons für Scorpio Ready. Machen wir mal zwei Stück fürs erste. So, jetzt ist Held zwar ein bisschen hinten, aber Scorpio ist es zumindest nicht mehr. Und das ist doch was Gutes, oder? So, dann können wir das andere auch nochmal rein. Ich habe extra zwei Stück gekauft. Ich wollte fast drei kaufen. Das wäre mies gewesen. So. Latios. Tschüss. Ich hoffe, euch nervt die Musik nicht, sondern ihr findet sie cool. Weil wenn ihr sie nervig findet, ja, dann wird das ein uninteressanter Ort für euch. Dann ist das so. Ich werde tatsächlich sogar nochmal Knirsche einsetzen, weil das hat vorhin gut funktioniert. Oh no! Ne, mach kein Damage, gut. Mach ich Damage? Ich mach perfekten Damage. Ich habe den Flopper vergessen. Tja, da bin ich wohl langsamer als ein Latios. Mal gucken, wann ich wieder an den Flopper denken werde. Beim nächsten Leben bestimmt. Bestimmt.
Oh, Drachentanz. Gefällt mir nicht. Das macht dich besser und stärker. Und ja, das ist nicht gut für mich. Gut wäre es aber für dich definitiv, wenn du den Ball bleiben würdest. Dann wären wir beide stresslos. Glaub mir, das willst du. Das ist definitiv besser. Mhm. Ball werfen. Schon, bleib drin. Oh. Nee. Ich habe langsam keine Worte mehr für diese Kämpfe. Kann ich ständig das gleiche hin und wieder kommentieren und hin und her kommentieren und ja. Es ist schwierig. Aber alles vorzuspulen ist auch nicht unbedingt ansehnlich. Also komm, Latias, bleib einfach drin. Es gibt viel interessantere Pokémon, zu denen wir kommen wollen. Also lass es einfach bleiben jetzt, bitte. Lass dich einfach fangen in diesem wunderschönen Ball. Dann kannst du dich wieder mit Latias unterhalten. Ich weiß, das möchtest du. Love Interest oder Freundin oder Schwester oder was auch immer sie ist für dich. Bleib doch einfach am Ball. Komm schon. Oder willst du extra nicht mehr mit ihr reden? Habt ihr einen Streit gehabt oder so? Eieiei, ich muss jetzt hier die Legis wieder zusammenbringen. Dafür bin ich hier. Ich bin hier dafür da, um die Legis wieder zusammenzubringen. Krass. Da kann ich drin bleiben. Ich frage mich aber wirklich, was diese Enigma-Fragmente sind. Ob man mit denen die Cartridges herstellt? Oder ob die irgendwas ganz anderes sind und man die halt nur braucht, um es zu tauschen für die Cartridges? Das frage ich mich wirklich, wofür die sind, weil ich habe die noch nie in einem anderen Pokémon-Spiel gesehen, bis auf hier. Ja, Scheinwerfer ist, glaube ich... Oh ne, ist eine Attacke. Habe ich nie gesehen, die Attacke. Aber es hört sich da an wie, ja, jetzt triffst du hundertprozentig, aber... Ne, das macht Damage. Tatsächlich. Ah, schade. Das war richtig schade. Ja, und jetzt wieder down. Mhm, naja, bla bla. Bliblablub. Tricky darf übrigens gar nicht mehr hier bei solchen Fangkämpfen mitmachen. Er ist verbannt dafür. So, der nächste Ball. Bleib drin, bitte. Er sagt nein! Jetzt macht er den Arctos bzw. Lavados Move. Eieiei, Latias, muss das sein? Latias war auch nicht so schwer zu fangen. Also komm. Sei nicht der Besondere, der so lange braucht. Glaub mir, es ist für jeden hier besser, wenn du schnell in den Ball gehst. Dann wäre nämlich der ganze Park auch schneller vorbei. Wie gesagt, wir haben vielleicht gerade die Hälfte oder so durch. Ich würde schon sagen, ungefähr die Hälfte von dem Park haben wir durch jetzt. Also, es kommen noch viele Legis auf uns zu. Wir haben heute eher so die uninteressanteren Legis gesehen von allen. Das hat er natürlich jetzt zu Wort genommen, arme Latias. Aber, wenn ich mir so die Folge anschaue, wie lange wir jetzt, wie lange die gerade ist, ich glaube, wir haben sogar genug Zeit, um eins der besonderen, beziehungsweise eher interessanteren Legis zu schauen und vielleicht sogar zu fangen. Deshalb komm, beeil dich, Trugschlag, damit du auch schön auf die 1 KP kommst, damit es noch wahrscheinlicher ist, dass ich fange. Hör auf, mir Damage zu machen, das gefällt mir nicht. Bam! Schön auf 1 KP. War sogar ein Crit. Geil. Zwar unnötig bei einem Trugschlag, aber egal. Zack. Ist auf 1 KP. Weiter runter kann ich es nicht bringen. Und es will einfach trotzdem nicht. Das Einzige, was ich noch theoretisch machen könnte, ist es irgendwie zum Schlaf zu bringen oder es paralysieren. Aber ich habe weder noch. Ich kann es vergiften, aber dann macht es ja nur Damage und dann ist es down. Das macht keinen Sinn. Also, einfach weiterhin die Bälle werfen. Bis du dich irgendwann denkst, habe ich den Mike genug gemobbt. Lass mich fangen. Das ist sehr schlecht. Ich glaube, ich muss wieder irgendwie wiederbeleben. Ich habe nicht gespeichert. Sonst hätte ich resetten können immer wieder. Ich heile erstmal. Ich
Halte jetzt erstmal Scorpion, weil Scorpion hat, glaube ich, von allen am meisten ausgehalten. Dann würde ich noch sagen, Chelterra könnte ich auch noch heilen. Ich weiß halt nicht, wie viel Sturm das aushält. Ein Damage. Ein Attacke noch. Okay, gut. Das hatte ich dann geregelt. Wegen den ganzen Drachentänzen ist das auch so schwierig. Weil dadurch hat es sich halt richtig krass hochgebufft. Das ist halt überhaupt nicht schön. So, Hyperfragen. Wie viel Damage machst du mir? Kann ich währenddessen zwei Bälle werfen, bevor du mich dann killst? Oder geht das nicht? Das war nice. So, Ball werfen, wenn wir die Chance dazu haben. Weil ich glaube nicht, dass es uns one-hitten kann. Ich glaube nicht. Ich hätte vielleicht jemand anderes außer Twiki reinsetzen sollen. In mein Team. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht, dass das vielleicht schwierig wäre, manche Pokémon hier zu fangen. Aber ich finde es gut, dass es mich die ganze Zeit nicht trifft. 69 Bälle noch. Komm, das muss reichen. Also ich glaube, Latios möchte hier bisher am nervigsten von allen sein. Er kann nicht mehr erhöht werden. Ihr seht schon, wie oft es hier seinen Drachentanz eingesetzt hat. Es kann einfach nicht höher werden. Mann. Kommt der Drachenpuls rein. Bitte nicht. Okay, das überlebe ich ein zweites Mal auf jeden Fall. Außer es crittet, aber ich hoffe es mal nicht. Ich gehe mal nicht von aus. Bleib. Jetzt. In dem Wald drinnen. Oh, ne, anscheinend kriegt mich das trotzdem. Alles klar. Ja, dann würde ich sagen, habe ich den Kampf verkackt. Genau, den Kampf verkackt. Außer ich habe Glück und es hat keinen seinen Kopfstoß mehr. In dem Fall hätte ich Glück. Und Drachenpuls. Das heißt, der Flammenkörper-Effekt sollte nicht gelten. Dann bleibe ich drin, glaube ich, wenn er keinen Sandkopfschuss mehr einsetzt. Komm schon! Mann, Latios ist bisher wirklich am schlimmsten. Sogar noch schlimmer als Arktos und, vor allem Lavados. Also, ich würde mal gerne wissen, bei welchem Legi ihr am meisten Probleme hattet in diesem Spiel. Und ist es down, wegen Flammenkörper. Nicht? Warum hat die Fähigkeit jetzt, warum hat jetzt keinen Flammenkörper bekommen? Keine Verbrennung. Das ist komisch. Aber ja, ich gehe jetzt down. Tatsächlich gehe ich jetzt down. Weil ich es einfach nicht in den Ball kriege und es einfach richtig viel Damage macht, weil es ist nur ein Level, es ist so fast 10 Level drunter. Ansonsten, ich kann mal den Timerball versuchen, ob der vielleicht hilft. Wo ist Timerball? Ne, Timerball hat gesagt, noch nicht ganz. Es ist noch nicht Zeit dafür. Ich bin noch nicht bereit. Okay, Timerball, dann warten wir noch ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es jetzt noch so viel AP hat. Oh, nö. Nö, nö. Das macht kein Damage. Liebe Ball, mach dich aber platt. Hoffentlich. Soll ich. Muss ich hier irgendwas anders machen? Mach ich irgendwas falsch? Irgendwo versteckte Kamera oder was? Das ist ja langsam echt ein Witz. Es hat einfach keinen Bock. Ich weiß halt wirklich nicht, was passiert. Wenn ich es kille oder wenn es mich killt. Am besten wäre es, wenn ich einfach wieder in die Höhle gehen kann und dann nochmal spawnen kann. Am schlechtesten wäre es, wenn es entweder ganz weg ist, wenn ich es kill, oder wenn ich noch eine Cartridge kaufen muss, weil die sind, wie gesagt, sehr, sehr teuer, weil die Items dafür sehr, sehr selten sind. Immer einmal und geht dann raus. Und jetzt kämpft es wieder. Drachenpuls, wahrscheinlich One-Shot. Noch nicht ganz. Cool. Komm, Timerball. Let's go, Timerball. So, und wo lang dieser Kampf? Nö, anscheinend nicht. Ja, ich bin tot. Das war's. Ich habe verloren. Und bitte sag mir, ich kann es nochmal.
fangen und den Kabel zu kaufen, weil sonst resette ich das Spiel und fange halt das nochmal neu. Ja, das Geld ist mir nicht so wichtig. Es war sehr viel Geld, aber es ist nicht so schlimm. Ist es nicht so schlimm. Hilfst du was denn? Nein. Ist das wirklich deren Ernst? Mach den Kopf auf, Nina. Und ich hab Nachos! Ja, Mann! Yeah! Endlich habe ich Latios! Ein hochintelligentes Pokémon, das schneller ist als ein Jet, wenn es im Flug seine Flügel nach hinten faltet. Alter, Latios hat so lange gedauert, aber ich hab's endlich. Ei, ei, ei. Gefühlskammer damit auch durch. Und damit sind wir endlich durch mit den, ich sag mal, eher uninteressanteren Legis. Denn die, den heftigen Shit, den können wir jetzt machen. Ne? Zwei weitere Items? So random auf dem Boden. Seelentau, was auch immer das macht. Und Apikobeere. Gopiko, yeah. Gucken wir uns mal an. Die neuen Bären, hier. Apikobeere, als getragenes Item erhöht diese Beere den Spezialverteidigungswert eines Pokémon, sobald es in einer Notlage steckt. Okay. Also das hier ist Spezialangriff und das ist Spezialverteidigung. Aber was war das andere? Trainingstasche, hier müsste es sein, ganz unten. Seelentau, ein Item, das von Latios oder Latias getragen werden kann, es erhöht die Stärke von Psycho- und Drahtattacken. Oh, das kenne ich gar nicht, lol. Okay, aber ich habe nur eins bekommen. Heißt, ich kann mich nur für eins entscheiden, wer es bekommen soll. Keine Ahnung. So. Machen wir weiter mit dem nächsten Legi. Ich weiß nur nicht, wo die nächsten sind. Genau, hier ist eine Hütte. Wer ist denn hier drin? Die Himmelskammer. Ui. Da ist ein Pokémon drin. Ich glaube, in allen sind jetzt nur noch eins drin. Oh, aber die sieht bisher am coolsten aus. Immer noch so Statuen. Okay, das sieht richtig cool aus. Aber die ist für etwas später. Das sieht richtig cool aus. Mal gucken, wer hier drin sein könnte. Sturmkammer. Ich glaube, die machen wir auch als nächstes. Die Sturmkammer. Cooles Design. Immer diese coolen Kamerafahrten, wenn man das erste Mal in diese Höhlen reingeht. Oh ja. Was habe ich für einen langgezogenen Schatten? Sieht komisch aus. Aber ja, diese Kamera machen wir auf jeden Fall als nächstes. Ich höre mal kurz die Cartridge. Oder ich zeige euch sogar die Cartridge. Obwohl, die sehen wir gleich sowieso. Hier auf dem Weg zu dieser Höhle gibt es noch eine andere. Das hier ist die Gen-Kammer. Oder Gen-Kammer. Gen. Auf jeden Fall sehr. Ja. Mechanisch. Als wäre hier so ein Wissenschaftler, der hier an irgendwas gearbeitet hat. Man kann hier hoch? Nee, kann man nicht. Betrug! Sieht cool aus. Das ist ja, glaube ich, sogar das Coolste. Naja. Wie gesagt, wir machen erstmal mit dem hier weiter, weil ich finde die Höhle einfach am coolsten. Die sieht ganz anders aus als die anderen Höhlen. Also, let's go! Ab damit mit der Sturmplatte. So sieht sie aus. Eine blaue Gameboy Cartridge. Und es beginnt zu leuchten. Oh, lol! Auf einmal sind wir in der Zerrwelt. Lol! Also ich wusste übrigens, dass die Zerrwelt in diesem Spiel existiert. Aber ich wusste nicht, dass die hier bei Lugia ist. Übrigens, in Diamant kriegt ihr hier nicht Lugia, sondern Ho-Oh. Nur in Perle kriegt man hier Lugia. Und das Theme ist anders. Ich finde aber die Zerrwelt richtig cool. Aber warum ist hier Lugia in der Zerrwelt?
verstehe ich nicht ganz. Wuchs hat dein neues Outfit. Das ist doch schick, schick, oder? Global! Okay, hat nicht geklappt. Man kann es ja mal probieren. Ich muss wirklich sagen, das Theme von Ho und Lugia fand ich sowieso noch nie wirklich cool. Ist dann eher so ein, atmosphärisches Lied als so ein krass cooles Lied. Macht keinen Sinn, aber ich. Egal. Ich mach auf jeden Fall die Themes von Lugia und Ho und nie wirklich. Oh Gott, das kann sich heilen. Oh, Genesung spammt es schon. Das ist nicht gut. Soll ich mal riskieren? Ich riskiere es mal. Pflanzenattacke. Seid ihr sowieso Genesung? Und spammt es auch gerade so um den Grund. Ich finde das Team okay. Oh, das ist weniger Damage, Leute. Ja, so, weil es ja Typ Flug ist. Es ist ja nicht Wasser. Es ist Typ Flug. Vergesse ich manchmal. Deshalb macht doch Knirscher, deshalb ist auch Knirscher sehr effektiv, weil es Typ Flug Psycho ist. Weiß nicht, warum das irgendwo in Game Freaks Kopf Sinn macht, aber ist auf jeden Fall so. Team ist okay. Ich finde das andere Team aber sogar besser. Aber das hier ist nicht schlecht. Sind es Genesung ein? Ja, das wird Regen kann sein. Und das, ich hoffe nicht, dass der noch schlimmer sein wird als Latios, weil ansonsten gehe ich in die Ecke heulen. Fehlgeschlagen. Nö, das machst du hier nicht mit mir. Pokéball oder Hyperballs. Bleibt aber nicht drin, leider. Das ist aber das exakt gleiche. Okay, gut, ich könnte es ein bisschen mehr schwächen, aber ich traue mich nicht. Obwohl. Nein, ich kann ja Gigasauger nochmal einsetzen. Ist ja sowieso nicht sehr effektiv und macht auch nicht so viel Damage. Achso, das hat der Genesung im Gegensatz. Okay. Ich dachte mir gerade so, hä? Hab ich ihn geheilt? Was? Irgendwas bei Regen, das aus die Wusste? Nee, das wird Genesung eingesetzt. Hey, dann kann ich ja nochmal Knirsch einsetzen. Das ist doch supi. Supi dupi. Aber es fängt an mit dem Dampf. Mein Zimmer lebe ich niemals. Nö. Das ist schwierig, wenn es sehr effektiv genug ist, ne? Bin mir nicht sicher, ob Tricky es verbrennen könnte und ich will es persönlich jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren. So, Tails. Biss und nicht killen, bitte. Danke. Sehr schick. Das ist zurückgeschreckt. Und da kann ich jetzt die Hyperbälle werfen. Oh ja, ich muss auf jeden Fall für die nächste Folge Hyperbälle einkaufen gehen. Definitiv. Na, Lugia. Er sagt auch ja. Und bleibt bei uns im Ball. Dankeschön, dass du es nicht so schlimm gemacht hast. Ja, ich finde es cool, dass es die Zerbelt hier gibt, weil die gibt es ja eigentlich nur in Platin, wegen der Story von Platin. Mit Giratina und so. Aber Giratina ist ja nur in einer random Höhle und nicht in der Zerbelt. Zwar komisch, dass Lugia hier ist immer noch, aber immerhin sieht man hier die Zerbelt ein bisschen. Das freut mich schon ein bisschen. Man hätte es auch ein bisschen schöner machen können, zum Beispiel so Wasserfälle oder noch so Steine überall. Obwohl, sind ja Steine, aber egal. Lugia schläft am Grund eines Tiefseegrabens. Es heißt, mit seinem Flügelschlag könnte es einen Sturm auslösen, der 40 Tage andauert. Oh nein. Oh, guckt euch an, wie oft es gerade seine Flügel schlägt. Oh nein. So viele Tage Sturm. Weg hier. Deshalb ist es auch hier in der Zerwelt, ne? Damit es ja nicht bei uns regnet, sondern in der Zerwelt. Ach, keine Ahnung. Egal. Keine Ahnung, ist auch egal. Cooles Lugia. Wahrscheinlich würde Ho jetzt in die andere Richtung gucken. Ist er das unter Wasser? Ja, coole Statue. Sieht aus, wäre ja alles unter Wasser, aber ich kann ja atmen. Also, ne? Naja.
Okay. Ich würde sagen, wir werden jetzt... So, ich würde sagen, wir gucken uns doch die restlichen Höhlen an, die wir noch so finden können. Da unten zum Beispiel sehe ich gerade eine. Zu der wir nur mit Surfer durchkommen. Gibt es eigentlich wilde Pokémon? Das will ich kurz wissen. Gibt es hier wilde Pokémon? Ich würde ja eigentlich sagen, nein. Weil das wäre komisch, wenn man hier wilde Pokémon fangen könnte, aber... Ich meine, was spricht dagegen? Aber ne, also bisher finde ich keinen. Normalerweise ich hätte schon 20 Tentakels gefunden. Okay, vielleicht gibt es wirklich keine. Fände ich sogar besser. So, auf uns wartet dann auch noch die Kontinentkammer. Eieiei. Die sieht krass aus. Überall Lava und Magma und alles andere. Ja, wir gucken uns die jetzt schon an und werden sie aber dann erst beim nächsten Mal machen. Denn die Zeit rennt uns weg. Plus, ich muss wieder Steine farmen gehen. Das kann ein bisschen dauern. Ja. Hier ist noch eine Höhle. Warte, bevor ich da jetzt hingehe. Ah, das ist auch noch eine Höhle. Okay. Gut, hier kann man wirklich viel erkunden. Aber wirklich viel gibt es hier leider nicht. Wo komme ich denn da runter? Oder kann ich von hier? Achso, ich kann von hier. Okay, gucken wir mal kurz, was es hier gibt. Gibt ja hier zwei Höhleneingänge. So ganz normale Höhleneingänge. Zur Meereskammer. Okay. Also, diesmal wahrscheinlich ein richtiges Wasser-Pokémon, weil Lugia ist ja kein Wasser-Pokémon aus irgendeinem Grund. Was mich immer noch stört, aber egal. Sieht einfach aus wie die. Wie das eine Kontinent. Diese Kontinentkammer. Nur halt in Blau. So sieht's für mich aus. Okay. Ich glaube, rechts die Höhle ist dann das letzte, oder? Kriegen wir das alles hier in der nächsten Folge hin? Ich würde ja mal sagen, ja. Aber wer weiß, vielleicht haben wir wieder Latios 2.0 und es dauert ewig. Die Zerrkammer. Warte, was? Zerrkammer, cool. Hä, aber wen bekommen wir denn hier? Ich hab doch schon Giratina. Okay, keine Ahnung. Das werden wir dann herausfinden. Sehr interessant. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Werden wir uns dann die restlichen Kammern anschauen und die restlichen Legis für uns beanspruchen. Denn ich als zähniger Trainer behalte alle Legis, die ich finde. Das sind alle meins.